So. Wieder einmal in Skyrim unterwegs. Skyrim gemoddet. Willkommen zu einer Mod-Vorstellung. Keine Ahnung, was mich erwartet. Der Skyrim-Mod für PS4 nennt sich Summer Pearl Cove. Und man sollte nach Solitude Docks reisen, hier bei Einsamkeit, und das richtige Schiff nehmen und dann lassen wir uns überraschen. Ich bin jetzt hier bei diesem Dock angekommen und schau mal, welches der Schiffe hier zuständig ist. Was war das da? Oder das da? Ist ja niemand hier. Hallo? Summer Pearl Cove, Somerset Island. Na, da wollen wir mal. Keine Ahnung, was das jetzt wird. Aha. Aha. Hallo? Lydia? Schauen. Sieht doch ganz nett aus. Hier kann man nicht rein. Eine Lagerstätte, Holzhacke, Schafe, okay. Stehlen? Nö, komm jetzt. Sich hin. Gibt es einen Plan? Nö. Also. Ist da jemand? Ist das ein Player Home oder ist das ein Tempel?
Schön aus. Oh, wer ist das? Hey, aufpassen! Was denn? Ah. Aha, okay. Gibt's hier? Veränderung verbessert. Ach so, die Elfen Akatosh. Ja, bitteschön, nehme ich gern. So, hier ist nix. Hier, the crystal of the tower. Dankeschön. Das lesen wir später. Und hier, hey, ich kenne doch die Bücher. Die Sage vom Crystal Tower. Aha. Zerstörung. Also die Bücher sind schon immer echt lang. Interessant, interessant. Gibt's noch mehr? Okay, Deko. Aber schön. Verzerrter Seelenstein. Stoff und Steine, Seelensteine, Dresser, okay, gibt's hier, Tomaten, Karten, hier der Schrank für Zaubertränke, nochmal Dresser, auch die Schuhe kannst du behalten, haben wir hier. Äpfel, nix und Mehlsack. Schön, schön, schön. Sehr schön. Okay, hier haben wir mal eine Art Player Home. Was gibt's noch? Sehr riesengroß. Ui. Schön. Wunderschön. Okay. Aktivieren. Puppe. Rüstung dranhängen. Hier. Truhe. Dankeschön.
Schranki. Kleines Boot. Hilfe zwei Händen, ein Elfenschild. Weinflasche. Meine Schlafgemächer. Storage, okay, hier kann ich meine Sache lagern. Rüstungen etc. Waffenständer. Mein Bett. Nursery Rhymes of Somerset. Chest. Elixier der Wasseratmung. Noch mehr Bücher. Okay, Deko. Ist das ein Tresor? Ja. Frost ad Dranach bis Beschwörer, den habe ich glaube schon. Nein, hatte ich noch nicht. Schön eingerichtet, wunderbar. Jetzt noch ein Geheimnis oder noch was mehr, also ein Player Home, ein Player Home Tempel, riesengroß. Hier geht's weiter, also das ist eine Insel, alles klar. Da vorne kann ich mich heilen und beten. Auriel, alles klar. Das ist schön. Okay, das ist einfach ein Player-Home, wo man seine Ruhe hat. Was gibt's hier? Was ist das da? Shrine of Xarxes. Xarxes ist... Wer war das schon wieder? Schnell schauen, welche aktive Effekte. Ist hier was? Das sind die Kräfte. Kampfschrei, nein. Schreie, nein. Aurielles Segen. Zielkunst verstärken. Also das wäre mal 16 Stunden lang. Was macht der Xerxes? Noch keine Ahnung. Egal. Das finden wir schon noch aus. Also ist schön hergerichtet.
wirklich schön gemacht. Habe ich hier einen Lagerplatz, keine Ahnung für was der da hier ist. Leute sind ja nicht hier. Und der Schiffsanlegeplatz. Habe ich was verpasst? Zerschellt ist. Okay, hier geht's nicht weiter. Sage, es ist schön. Ein schöner Platz. Empfehlenswert, wenn man seine Ruhe haben will. Keine nervigen Typen. Wirklich schön. Hier Bücher reinstellen. Jawohl, wunderbar. Hier auch. Super. Alle Schränke, alle Tische, Werkbänke vorhanden. Genügend Lagerplatz. Schön eingerichtet. Inklusive Schlafraum, Wohnraum. Lagerplatz für Waffen, Rüstungen etc. Muss ich sagen. Schön. Sehr schön. Empfehlenswert. Summer Pearl Cove. Eine Insel mit Player Home. Superschön hergerichtet. Idyllisch. Wunderbar. Gefällt mir. Danke, lieber Motto. Dankeschön.